Schlafplatzpforte haben wir gefunden. Und der sieht so aus. Das ist, normalerweise kommt da ein Zelt hin, wir haben aber kein Zelt, deswegen steht unser Auto da. Und der Plan für heute ist, wir schlafen im Auto. Kostet statt 130 kanadischen Dollar auch nur 30 kanadische Dollar. Ist auch nicht verkehrt. Jetzt haben wir im Prinzip, was wir gestern vielleicht zu viel ausgegeben haben, heute ein bisschen gespart. Und wir wissen in Zukunft auf jeden Fall, dass es auch deutlich günstiger geht. Jetzt machen wir uns auf den Weg zu unserer Tour, die mitunter Grund dafür ist, warum wir überhaupt nach Vancouver Island drüber geschippt sind. Also, komm mit. Willkommen in Telegraph Cove. Port McNeil habe ich euch schon gezeigt, jetzt macht euch fertig. Wir dachten ja nach Vancouver schon, das war ein ganz schöner Kulturschock, so aus der Hypergroßstadt in das kleine Fischerdorf, aber Telegraph Cove, ich habe es ja angekündigt, ist riesig. So, das war's. Mehr ist hier nicht. Wir chillen uns jetzt ein bisschen hin und warten auf die Tour. Was für eine Tour, wart ihr dann gleich. Was auch relativ cool ist, ist die Häuschen da hinten, die da, da steht noch eine ganze Ecke mehr. Das sind alles Unterkünfte, die man buchen kann, aber da reicht unser Budget nicht für aus. Moin. War ein ganz schönes Erlebnis gestern. Ganz nettes Abenteuer. Das Whale Watching von, ich glaube, Stubborn Island Whale Watching. Habe ich gerade in meiner Tasche gefunden. Genug Werbung. Ist insoweit auch besonders, dass das einen sehr respektvollen Umgang mit den Tieren hat. Also, dass nicht einfach so ein Wir kärchern die Wale ein und gucken, wo die sind, Ding ist. Ich muss jetzt vielleicht auch dazu sagen, also gestern haben die Leute da echt oft betont, was für ein Glück wir eigentlich hatten. Sprich, so viel wie wir gesehen haben, das war vielleicht nicht ganz die Norm. Wir haben auch nicht alles gefilmt, denn ich finde es, ich habe das schon in ein paar anderen Videos gesagt, immer sehr wichtig,
dass viele Dinge zwar auf Video festgehalten werden, wir die Dinge, die wir aber sehen und erleben, auch einfach genießen. Und dazu gehört für mich, die Kamera einfach mal wegzupacken und die Welt eben nicht nur durch die Linse oder durch den Sucher der Kamera hier zu betrachten, sondern das mit eigenen Augen zu sehen, mit eigenen Augen zu erleben und im Gedächtnis zu behalten. Ja, ansonsten haben wir heute schon den nächsten Tag. Ich zeige euch mal unsere Unterkunft von heute Nacht. Das ist halt gute Apartment. Wir haben hier im Prinzip den Kofferraum leergeräumt und unten haben wir die Isomatten bzw. die Ablagen, dann unsere Matratze, unsere Luftmatratze und die Schlafsäcke jeweils einzeln da reingepackt. Hier haben wir dann noch ein bisschen Stauraum gehabt, Kissen, und wir haben es auch so gemacht, mal sehen, ob man das jetzt sieht, hier zwischen, das ist sehr schlecht zu sehen, also im Prinzip hier zwischen dem umgeklappten Sitz und dem Kofferraum ist so eine Kante. Da haben wir unsere Packwürfel, wo wir unsere Klamotten drin haben, reingeschoben. Und die hier. Damit die Kante ein bisschen weicher wird. Nicht die schlechteste Idee, ne? Und unsere Backpacks haben wir für die Zeit nach vorne gepackt. Jetzt geht's wieder weiter. Wir verlassen Vancouver Island. Eigentlich hatten wir vor, das schon gestern zu machen, aber letzten Endes ist uns dann aufgefallen, dass das eh keinen Sinn ergeben hätte. Ich muss auch sagen, ich hatte am Anfang ein bisschen schlechte Laune, weil das zeitlich alles nicht so geklappt hat und sich dann hier auch noch ganz schöner Nebel, wie er in Port McNeil gesehen hat, aufgezogen hat. Wir hatten gestern einfach nur wahnsinniges Glück. Der Nebel ist komplett aufgeklärt und wir hatten auf der Tour gestern echt mystischen und sehr, sehr schönen Anblick gehabt, quasi Wale bei untergehender Sonne zu beobachten. Deswegen ist jetzt wieder alles gut. Wie gesagt, wir verlassen jetzt Vancouver Island, also wir machen uns wieder zurück zur Fähre auf und dann aufs Festland und fahren dann wieder weiter ins Inland hinein. Wohin, seht ihr dann im nächsten Video. Bleibt dran. Ciao. Ach, kann das Video noch nicht beenden, oder dass ich sage, like, comment, subscribe. Wisst ihr Bescheid.